Ich weiß ja gerade mal, wer ich bin, und die Frage, was mal wird, ergibt für mich oft keinen Sinn, weil doch alles gut war, wie es war. Früher war die Schule zu viel, das Leben oft zu wenig, und jetzt ist die Schule zu wenig und das Leben so viel denken und entscheiden, was man wagt und was vermeiden muss, so viel planen, packen, suchen nach dem Ausweg aus dem Wendepunkt. Und ich wüsste gern, was folgen wird, ob Tiefpunkt oder Maximum. Ich hab schon immer diskutiert, doch nie die Kurve meines Lebens. Hab immer nur näherungsweise bestimmt, was der Grundsatz meines Wesens ist, das jetzt oft Angst hat. Weiterzugehen, auf der Nullstelle zu stehen, sich umzusehen nach dem, was war und jetzt plötzlich nicht mehr ist. Was war, wird zur Erinnerung. Ein Bild im Herz und in der Tasche. Und wenn da hinten nicht Angst ist, sondern Hoffnung, beweist das, dass gut ist, was ich bin und was ich hatte. Und dass gut wird, was kommt. Weil ihr ich seid und ich ihr bin, weil wir eben wir sind und nicht waren, sondern bleiben werden, für immer. Wir sind Vielfalt, sind Gemeinschaft, eine Einheit in der Freiheit, die uns in Ängsten zerstreut, wo uns Hoffnung vereint, haben wir immer ein Zuhause. Und das Bild im Herzen zeigt uns, nicht verschwommen, sondern klar, und deswegen bleibt da, wo ich ein Loch erwartet hatte, nicht Leere, sondern Fülle, und vielleicht seid ihr, sind wir, die Brücke, zu der Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Wohin? Egal, denn was ich weiß, ist, was ich kann. Ich kann lieben, kann verstehen, kann hinter die Fassade sehen. Und wenn alle Stricke reißen, kann ich zurück. Zu Menschen, die schon vor mir konnten, was ich kann. Und vielleicht irgendwann werde ich wissen, wer ich geworden bin, nachdem ich wurde, wer ich heute bin. Durch uns. Ihr wart Kraft bis hierher und seid Kraft für noch weiter. Für die Diskussion zwischen mir und dem Leben ist und bleibt die GGO mein ständiger Begleiter. Abschnitt beginnt. Mutig wollen wir diese Welt gestalten, unsere Spuren hinterlassen, diese Welt zum Besseren verändern. Genauso aber wird diese Welt ihre Spuren in uns hinterlassen. Sie findet Platz in uns, während wir uns auf die Suche nach dem Platz in ihr machen. Mit was für einer Welt haben wir es hier zu tun? Ich sehe in die Nachrichten und mir flimmert Chaos entgegen. Eine Umwelt, die unter unseren Augen vergeht. Tiere, die aufgrund unserer Gleichgültigkeit aus dieser Welt gewischt werden. Menschen, die die Augen davor verschließen. Ja, selbst dann noch gleichgültig sind, wenn andere Menschen um jeden Atemzug kämpfen müssen. Einzelne machen sich selbst größer, indem sie andere kleiner machen. Genießen Macht, die sie aus der Ohnmacht der anderen gewinnen. Und in dieser Welt soll ich einen Platz haben? Dann sehe ich mich um. Ich sehe Kinder, die spielen und spielen teilen. Ich sehe inspirierte und inspirierende Menschen.
Lehrkräfte, die uns halfen, uns zu entwickeln und diese Welt begreifen zu wollen. Mitschüler, die zu Freunden wurden, die sich gegenseitig stark machen. Momente, in denen uns das Leben zeigt, dass Liebe und Vertrauen uns zu wahrer Stärke führen. In dieser Welt haben wir gelernt, argumentiert und gefühlt, dass es besser geht. In dieser Welt ist Platz für jeden. Diese Welten sind eine. Träume, Hoffnung, Mut und Zusammenhalt existieren in der gleichen Welt, der Spaltung nach der Macht greift. In derselben Welt, in der wir gemeinsam dazugelernt haben, lassen sich Menschen von einfachen Lösungen für komplexe Aufgaben betrügen. In derselben Welt, in der wir gelernt haben, unsere großen Projekte gemeinsam anzugehen, lassen wir zu, dass wir uns in Filterblasen begeben, die Stärken und Fähigkeiten der anderen ignorieren, damit wir Recht behalten können. In derselben Welt, in der verschiedenste Individuen gemeinsam stark sind, kann Andersartigkeit zum Feindbild werden. In derselben Welt, in der wir Argumente und Begründungen gelernt und formuliert haben, werden Fakten geleugnet und Diskussionen unnötig emotionalisiert. Wie kann das sein? Die Welt scheint kalt, beängstigend, und doch spüren wir in jeder Umarmung eines geliebten Menschen, in jeder Hand, die uns in Freundschaft gereicht wird, in jedem ehrlichen Lächeln ihre Wärme. Es sind oft nur kleine Momente, kleine Gruppen von Menschen, klein wie Senfkörnern. Markus Kapitel 4 sagt uns dazu, und er sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen und mit welchem Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, so dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Wir alle, die wir Liebe, Zusammenhalt, Sorge und Freundschaft gespürt haben, können dies, was klein wie ein Senfkorn ist, in uns fühlen, was zum Reich Gottes wachsen wird. Wir alle können es wachsen lassen, in unseren Herzen, aber auch in unseren Taten. In der Schule wurden wir auf das Leben vorbereitet. Wir wuchsen nicht nur mit jedem Schulfach, sondern mit jeder neuen Freundschaft, jedem Konflikt, jedem Fehler und jeder Herausforderung. Wir sind hier gemeinsam gewachsen. Wenn wir uns an das halten, was wir hier gelernt haben, aber auch an das, was wir hier gespürt haben, kann dies mit uns wachsen. Wird nicht eine Welt, die aus dem heranwächst, was einen Platz in unserem Herzen verdient, Platz für alle Herzen in dieser Welt haben? Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, am Ende des Weges durch die Schule sagen wir Dank für die vielen Begabungen, die geweckt und gefördert wurden, für die Freundschaften, die entstanden sind, für all das, was wir miteinander erreicht haben. Und wir bitten dafür, dass diese Talente weiter wachsen, groß werden und reichlich Frucht bringen, dass sie weite Kreise ziehen, um die Welt zu gestalten und zu bewahren. Zum Guten für die Menschen und zur Ehre Gottes. Wir bitten darum, dass alle behütet bleiben, die nun die Schule verlassen, aber auch die, die weiter hier tätig sind. Die Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern, Geschwister und Lehrkräfte, sie alle möge der Segen Gottes begleiten, unterstützen und leiten. Gott, der Schöpfer, er segne und behüte dich, dein Leib und deine Seele. Gott, der Barmherzige, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. In Liebe und Güte kannst du leben. Gott, der die Liebe ist, wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden.
So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.